Liebe Salzburgerinnen, liebe Salzburger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land und auch ganz Österreich wieder in einen Lockdown gehen muss. Wir haben immer zwei Ziele verfolgt. Erstens die Aufnahmefähigkeit und Behandlungsfähigkeit unserer Krankenanstalten in unser aller Interesse für Geimpfte und auch für Ungeimpfte aufrechtzuerhalten. Dort, wo in aufopfernder Weise medizinische Höchstleistungen erbracht werden, wo Pflegekräfte bis zur Erschöpfung arbeiten, meinen Respekt, meine Anerkennung, meinen herzlichen Dank gilt all jenen. Und zweitens, einen Lockdown zu vermeiden. Wir alle wissen, was ein Lockdown bedeutet. Es ist eine massive Einschränkung unserer sozialen Kontakte. Gastronomie zu, Handel zu, Geschäfte geschlossen, keine Veranstaltungen. Unsere Kinder können nicht ordnungsgemäß am Schulbetrieb teilnehmen. Besuche von Angehörigen, Freunden leiden darunter. Wir alle mussten es bereits erfahren. Ein Lockdown ist ein effektives Mittel zur Zurückdrängung der Pandemie, aber es ist keine Lösung des Problems. Es ist die Behandlung eines Symptoms, aber nicht der Krankheit an sich. Daher habe ich mich mit Kräften bemüht und sehr dafür eingesetzt, dass wir ohne Lockdown durch die gegenwärtige Krise kommen. Doch als am Donnerstag die Zahlen eine Rekordhöhe von fast 2500 Neuinfektionen erreicht haben, da mussten wir entscheiden, es geht nicht ohne Lockdown, denn sonst würde die Behandlungsfähigkeit, die Aufnahmefähigkeit in unseren Krankenanstalten schweren Schaden nehmen. Sie können mir glauben, diese Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen, aber sie ist richtig. Und ich danke den vielen, die dafür Verständnis haben. Und ich bitte jene, die geimpft sind und darauf vertraut haben, dass sie nie mehr in einen Lockdown gehen, für Verständnis. Wir sind alle Lernende in dieser Pandemie. Die Wissenschaft und natürlich auch die Politik. Es gibt den Impfstoff erst seit einem Jahr. Er hat sehr, sehr positive Wirkungen gebracht. Prognosen waren anders. Wir müssen sie nachjustieren. Das hat jetzt diese Entscheidungen erforderlich gemacht. Aber sehen wir diesen Lockdown auch als eine Chance? Als eine Chance, vor Weihnachten noch aus ihm herauszukommen? Wenn es uns gelingt, und darum bitte ich Sie von Herzen, die sozialen Kontakte wirklich einzuschränken. Wenn wir 30-50% weniger soziale Kontakte haben, dann gibt es 30-50% weniger Möglichkeit, die Infektion weiterzugeben oder sich selbst auch anzustecken. Und wenn wir uns impfen lassen. Alle, die noch nicht geimpft sind, bitte ich, lassen Sie sich impfen. Schützen Sie sich selbst, schützen Sie Ihre Familien, schützen Sie Ihre Freunde und Ihre Kontakte. Wir wissen, Impfen hilft. Impfen bringt die Möglichkeit, nicht angesteckt zu werden. Und sollte man angesteckt werden, dann bedeutet Impfung einen milden Verlauf und eine höchste Wahrscheinlichkeit, nicht in einer Intensivstation zu landen oder gar an Covid zu sterben. Und die Wissenschaft hat auch gelernt, dass der Impfschutz jener, die schon voll immunisiert sind, also zwei Impfungen haben, nach 4 Monaten und nicht nach 9 oder 12 Monaten nachlässt. Bitte gehen Sie zur Auffrischungsimpfung, nach 4 Monaten schon. Warten Sie nicht 6 Monate, warten Sie nicht 9 Monate. Viele haben das Gefühl, mir kann nichts passieren, ich bin voll immunisiert. In Wahrheit nimmt Ihr Impfschutz täglich ab, weil Sie die Impfung vor mehr als 4 Monaten hatten. Das ist jetzt unsere Chance. Ich verspreche Ihnen, ich tue alles und setze mich mit meinen gesamten ganzen Kräften ein, dass wir ausreichend Impfmöglichkeiten haben. Im ganzen Land, 7 Tage die Woche, gegen Voranmeldung oder auch ohne Anmeldung bei offenen Impfstationen, in Impfstraßen. Ich setze mich dafür ein, dass ausreichend Betten und Behandlungsmöglichkeiten in den Spitälern vorhanden sind. Ich setze mich bei der Bundesregierung dafür ein, dass die Wirtschaft, die jetzt große Nachteile wieder erleidet, Hilfen bekommt, Ersatz bekommt. Und vor allem setze ich mich dafür ein, dass unsere Kinder wieder in die Schule, wieder in den Unterricht, wieder in ein normales Leben zurückkommen können. Es ist unsere Chance.
Wir haben eine Perspektive, vor Weihnachten noch rauszukommen. Lassen wir uns nicht auseinanderdividieren. Unser gemeinsamer Feind ist das Virus und nicht unser Mitbürger oder unsere Mitbürgerin. Schauen wir aufeinander. Salzburg braucht sie jetzt.